Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wie ihr seht, wir spielen The Walking Dead mich schon. Für mich ist es komplett blind. Die Vorgänger zu The Walking Dead, zum Beispiel Clementine, die kenne ich, habe ich privat gespielt. Und vielleicht werde ich diese Spiele auch let's playen, dann aber mit Entscheidungen, die ich privat nicht getroffen habe, treffen. Also könnt ihr euch vielleicht schon mal darauf ausgehen, dass es dann eher ja, schlechter wird. Ich drücke einfach mal Start. Ich hoffe Sound und so ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich werde es dann noch ein bisschen leiser machen. Ja, wie gesagt, wir spielen mit Sean. Die einige werden sie wahrscheinlich aus der Serie The Walking Dead kennen. Und ich muss dazu sagen, Michonne ist eine meiner Lieblingscharaktere in The Walking Dead. Und ja, wir fangen einfach mal an mit der Episode 1. Es gibt drei. Der Ladebalken dauert ganz schön lange. Ja, wie gesagt, es gibt drei Episoden, die mittlerweile schon draußen sind. Und ich werde sie dann auch komplett hochladen. Deine Entscheidung bestimmt den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. I left so many people that I loved behind. Okay. Heilige Scheiße, ist laut. Hab ich erschrocken. I can hardly remember them all. But there are two. Just two that I can never forget. Kinder. I thought I was done with them. Okay. But they're not done with me. Holy shit. Kinder, die keinen Gesichtsausdruck haben. Lauf! Eine Tür. Eine Tür mitten im Wald? Ohne Haus und nur eine Tür. Wir träumen, oder? What? Wir waren im Wald und sind wir in einem Haus? Ich hab nach oben gedrückt. Okay, so stirbt man. Jetzt habt ihr das auch wenigstens gesehen. Jetzt kann ich mich dann voll und ganz aufs Spiel konzentrieren. Gebt zu, ihr wolltet es auch sehen. Einmal sterben. Ja.
Das ist mal gleich gedrückt. What? Jetzt sind wir wieder im Wald? Haben wir Hallos? Oh shit. Oh Gott. Zombies zum Schnitzel. Ja. Oh. Really? Ich hab... Ich glaube, ich brauche einen neuen Controller. Hey, komm, ey. Ich hab X gedrückt. Ach ja, jetzt ist es auf einmal Y. Scheiße, jetzt sind wir wieder in der Wohnung. Nix. Ah. Nimm den Arm von mir! Oh! Oh crap! Oh crap! Oh crap! Zombie-Schnitzel. Zombies-Ding. X, weg da von mir. Geh weg! Oh, halt! Gib mir das. Gib mir deinen Zahnstocher und nimm das. Holy shit, das geht ja voll ab am Anfang schon. Ich dachte, du kommst so locker rein. Hinter das Sofa mit dir. Bleib da liegen. Bleib da. Nackenschelle. Ich hoffe, mich versteht man, aber das ist gerade extrem laut und ich weiß nicht warum. Weg damit. Unser Steg haut ab. Mich schon! Unser Steg! Lol, sie steht im Feuer. Okay, brennt nicht. What? Holy shit, sind da viele Zombies. Oh, wir haben eine Knarre. Ein Revolver. Nur eine Kugel. Eine Kugel. Some days I envy the dead. Warum? What? Warum sollten wir uns umbringen? Mhm. Wer ist das?
Folge 1, verwickelt und verstrickt. Na super. War ja schon beeindruckend. 3 Wochen später. What? Wir haben das nur geträumt, oder? Fuck. Oh, fuck? Okay, fuck. Fuck. Anyway. Rashid, come in. Over. Vanessa! You there? God damn it. Hey, Pete. Michonne. What are you doing here? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. You're not the easiest to read. Things are getting better. Slowly. You're not going to recover overnight. These things take time. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. Logisch. I just need to keep busy. Oak! Wong! Get down here. Michonne's taking your shift. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in a contact for this long. We trade every time I come through. Same spot. Everything's just gone. Hmm. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. They might have moved on. Left the area. Not without telling us. They'd have left a message behind or something. They wouldn't just disappear. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. You hear it? You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I think I hear something, yeah. Hard to make out, though. Pete. Michonne. Was geht? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? You heard it that time, right? She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. All right, so let's help her. At least someone gets it. You're the only one on this boat that even comes close to understanding. Not Berto, not Sadiq, especially not fucking Oak. You know there are people worth helping. Take over from me, okay? I'm gonna turn the boat around. Was soll ich für dich über... Achso. Ich darf mit dem Funkgerät spielen? Cool. Test, 1, 2, immer noch. Test. Okay, ich glaube, das ist Rausch. Hey, wo hat er aufgehört einfach? Where are you? World best mom. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. What is she doing? Shit! What the? Oh, bloody hell! Who's that? Can't see a damn thing! Everyone okay? Berto! Sadiq! You guys better get up here!
What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Take in those sails, now. Sadiq, get down. Oh! Are you all right? Thanks for the save. Jesus! Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close, right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well, then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Zombiehaie, something's going on around here. This Wale. Place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. Zombie Jungfrau. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. You all need to calm down. We don't know anything yet. She's right. Panicking about it won't make us any less stuck. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Move, move. Michonne. Yes. What exactly did she say? Sie hat... I asked where she was, and she said, Mob Jack. I couldn't make out more than that. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Wenn du das sagst. Yeah, I know. I'm working on it. Sorry. Seems pretty quiet. Yeah. Wasser. Da ist bestimmt irgendwo ein Zombie-Wal, Hai oder so. Keine Ahnung. Wald. Okay. Not much to see out there. Yes, yes. Sure. This. Oh. There it is. Hey, Pete. Figured out what we're stuck on. Damn. At least it's not Rashid's boat. Wow, mehr fällt dir dazu nicht an. Hope no one's still on that boat. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart, you know? Ich denke, das wollen wir alle nicht. I've seen better places than this get torn to shreds. You're not the only one. I shouldn't let him see me slacking off like this. Der Berto wird sich das merken. Soll er sich das merken? Ein Sack Reis. Need to find some food soon. This should start producing fruit one of these days. Das ist nur die Frage, wann, ne? Hey, Michonne, we could use a hand here. Maybe we gotta bleed the wind out of this sail. I stand by what I said. Pete isn't cautious enough. But he's just an optimist. You call it what you like, but we shouldn't be trying to find people. We should be staying the hell away from them. Look where we are! You think this is an accident? Damn wind! Grab it! You ever stop complaining, Oak? Yeah. Yeah, I might. If you and Pete didn't give me so damn much to complain about... Natürlich, jetzt bin ich schuld, oder was? Oh, you think you got it all figured out, don't you? Thanks. We can think of it. Okay.
können von hier ein Unternehmen, aber macht nichts. These things are ancient. No wonder they broke. Ja. Pff, ja. Okay. Oh. See anything out there? Looks like an old ferry. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. Hm. Maybe. Wäre eine Idee. Ja, maybe. Du sagst es. Maybe. Vielleicht gibt's ja hier auch noch was. Nope! Kann ich jetzt... Kann ich jetzt hier noch was machen, oder?